Ja, Easter Cup 2023 ist gestartet jetzt. Ja, wie wichtig ist so ein internationales Turnier für Berlin, für Moabit? Ich finde es großartig, dass wir in Moabit so eine Riesenveranstaltung haben. Das zweitgrößte Basketballturnier in Europa aus 28 Ländern. Viele junge Leute, die hier sind, die den Weg nach Berlin und nach Moabit in unserem Bezirk, in unserem schönen Bezirk gefunden haben, sich miteinander austauschen, in unseren Jugendclubs übernachten, in unseren Schulen übernachten und dabei einfach internationale Freunde kennenlernen und sich austauschen. Ja, wenn man diese Augen sieht von Kindern, die begeistert sind, welche Gefühle hat man da? Ja, ich kenne das noch damals aus meiner Jugend. Ich habe auch in Amerika mal gespielt, habe dann auch im Studium in Dänemark gespielt und das ist einfach der Austausch mit anderen Ländern. Egal, ob man jetzt gut Englisch spricht oder nicht, das ist hervorragend. Man lernt sich kennen, man lernt auch die anderen Kulturen zu schätzen und das ist, was den Easter Cup ganz besonders macht. Man hat auch gesehen, dass aus diesem Turnier auch ein Verein hervorgekommen ist, BC Lions. Und ja, wie eng ist Kontakt mit diesem Verein auch? Ich persönlich war leider noch nicht bei Spielen der BC Lions, aber ich verfolge das sehr auf Social Media. Insofern kriege ich da schon einiges mit und bin froh, dass wir so einen engagierten Verein bei uns im Bezirk haben. Okay, Dankeschön. Gerne.